Oh, shit. Oh. Okay, wenn Güte, wenn gute, wenn Güte, wenn gute Fälle schieflaufen, geschafft. Unser Respektpegel steigt. Yeah. Okay, wie geht's jetzt weiter? Wahrscheinlich erstmal zusammen in der Gemeinschaftsdusche duschen. Yay. Ladi-Vorgang. Nein, ehrlich. Dann lade mal schön. Charakter anpassen. Okay, wir haben diese Standardmodelle, die wir jetzt aussuchen können. Wir nehmen einfach mal den hier. Okay, wir können uns jetzt unseren eigenen Charakter zusammenstellen. Fett soll er jetzt nicht unbedingt sein. Obwohl ich noch nie so einen richtig fetten gespielt habe. Obwohl, warum nicht? Der strahlt schon was aus. Natürlich hat er auch den dicksten. Das Alter können wir mal so lassen. Und natürlich hat er auch eine Bikini-Bräune. Warum auch nicht? Yeah. Genauso. Nee, geht er aber auch irgendwie total Edding-schwarz. Oh. Oder grün. Golden. Ja, genau. Ist richtig kohleschwarz. Nick, Nigger, Niggest. Ja. Nee, das ist ein bisschen zu übertrieben. Boah, ich bin ein Vampir. Karotte. Ja, genau. So, ja. So können wir es lassen. Körperbau stimmt. Okay. Yeah. Geht ab. Merkmal, ja, blaue Augen werden hier wahrscheinlich nicht so erkennbar sein. Aber Narben im Gesicht, hier überall. Warzen braucht er keine, Leberflecke genauso wenig. Gut, ja. Scheitel, Stirn, Augen. Das Gesicht passt eigentlich so gesehen schon. So, jetzt kommen noch die Haare ran. Yeah! Nee, so ein kohlschwarzer Mr. T will ich jetzt unbedingt auch nicht machen. Seine Frisur sollte eigentlich ausmachen, dass er auch eine sensible Seite hat. Genau, zum Beispiel. So, die Augenbrauen. So. Farbe des Haaraccessoires. Also das Pink steht ihm eigentlich. Das können wir so lassen. Okay, Make-up. Das ganze Gesicht. Nee. Also ich finde das ja süß. Ja, okay, das lassen wir mal. So, die Fingernägel, lackierte Fingernägel natürlich. In grün. So. Wangen. Aber wir können den jetzt mal voll machen mit Zeug. Genau, sieht irgendwie aus wie so ein Superheld. Okay, das sieht schon mal sehr schön aus. With the turbo-powered bulldozer. Does let's pre Hot dogs are so last century. Panda dogs are the future. Everything could be improved with more strippers. Ja, das Kompliment, ja, I know Boygroup you Tanz ist like nicht. this. Ja, Give us a hint. eindeutig. Nein.
Woo! Póntela en tu culo. Fuck you. You can't match this. You don't have the balls. Wie heißt das Haustier, Detektiv? Nein, ich will nicht auf die Community-Seite. Okay, damit haben wir das doch schon mal einigermaßen gut hingekriegt. Gut, los geht's. Ich hätte auch eine Transe machen können. Vielleicht mache ich das auch. Es gibt Leute, die haben Weiber gespielt, es gibt Leute, die haben Männer gespielt, aber noch niemand hat eine Transe gespielt. The fuck is this? We paid up this month. Someone paid more. What happened? We got arrested. No, to us. Burke's right. We traded our dicks in for pussies. Seriously. Movie deals, commercials. Saint's name used to mean something more than body spray and some ass-tasting energy drink. Our brand's worth a shitload of money. Is that what it's all about? It's always about the money, Mr. Gat. Which is precisely why our employer wishes to speak with you. Oh. If you'll indulge us. Oh, Kampflesbe. Yeah. Der Himmel über Steelport. Ja, flieg doch mal noch lauter. You have any idea who you're fucking with here? Richtig. Of course. A remarkable likeness. These visions are Viola and Kiki, and I am Philippe Laurent, chairman of a multinational organization called the Syndicate. Never heard of it. Evidently not, or you would not have robbed our bank. Perhaps you wonder why you are still breathing at this point. Actually, I wonder why my foot's not up your ass at this point. Like it or not, Mr. Gat, our organization is expanding into Stillwater. I am offering you the chance to leverage your assets against your lives. Ladies? You may continue to operate the Saint Saltor Media Group as you see fit, in exchange for 66% of your monthly gross revenue. That is before taxes, of course. Listen, you French fuck. Please. I am Belgian. So make yourself a fucking waffle. We're done here. And I had so hoped to come to a rational business arrangement. Ja. Ich reiß dich mal auf dem Scharnier raus. Bam. Oh. Muss man nur mal überlegen, was tat jetzt mehr weh? Das Gesicht gegen ein Fenster oder ein Messer in den Magen? Ich weiß ja nicht. Bam. No, not without you. There's like half a dozen guys. I can take them. Nicht nur Kerle, auch Frauen. Mit überdimensionalen Brüsten. Johnny, you can't even drive stick. How are you gonna fly a plane? Details, details. Just cover the boss. Go, I got this. Passiert ja auch überhaupt nichts. Steht ja nur mitten im Raum drin. Ne? Die können ja nicht treffen. Alles Klärchen, Popärchen. Okay, los geht's. Jetzt geht's los. Boxen. Mit unserer Transe. Bam. Wir müssen uns noch einen Namen überlegen. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Wie ich es nennen soll. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt. Und bam. Und bam. Seht, Johnny's already making friends. Oh, I can see some of our passengers are getting restless. Here's some relaxing music for your enjoyment. Bam! My apologies. Your captain is having troubles finding the clutch. So, und damit haben wir eine Knarre. Geht ab. So. Oh. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen zurechtfinden, weil nämlich... Okay, die Gegner-KI ist nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber naja, egal. Bam. Wow.
totgetreten. Ohne Schlicht. Ja, er lebt noch. Ah, du kommst mal her, Kollege. Du wirst mir noch ein bisschen helfen. Das regeln wir mit unseren Fäusten. Bam! Wir haben schlagkräftige Argumente, obwohl wir keine Brüste haben. Jo, okay, geschafft. Johnny, we're about to jump! Right on. I'll see you in still. Johnny? Ja, ups. Was geht jetzt ab? Und jetzt spielen wir ein bisschen Ratchet & Clank. So, jetzt müssen wir die Bitch erstmal auffangen. Bam, bam. Geh weg. Ja, lol. Okay, wir fliegen. Und weiter. Achso, und so können wir uns drehen. Ist natürlich auch überhaupt kein Selbstmord, was die machen. Ich meine, die haben ja keinen Fallschirm oder so, ne? Aber egal. Hört auf mit eurem französischen Akzent. Wir sind alle Belgier. So, fange Shaundi. Okay, jetzt müssen wir aber den scheiß Kisten und den Kram ausweichen. Und warum ist da sechsmal das gleiche Auto? Ja, wir geben uns sehr viel Mühe mit unserem Level-Design. Man sieht's ja. Oh. Da ist er. Ich hab dich. Und Bitch gefangen. Yeah. What the hell is that? What is what? Hey, Shaundi, don't freak out or anything, but we're about to be run over by a plane. What do you mean, don't freak out? Do you have a plan? Sure, I shoot out the window, land in the plane, kill Philippe, and then I bounce. You mean we, right? Nope. Wait, what? This should be easy. Und durchs Fenster. Bam. Läuft. Natürlich alles geplant, ne? Well, that kinda worked. Ach, schon wieder Selbstmordattentäter.